Ja, hallo in Weidmannsheil. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Kids-Rettung. Wir sind jetzt hier nach dem technischen Einstieg am Feld. Die Buschläufer, zeige ich einmal ganz kurz, sind schon in Stellung. Ich muss auch gleich einmal ins Feld rein. Und der Fritz erklärt mal ganz kurz, wie wir jetzt vorgehen bei den Flächen. Also, das ist die Fläche, die wir jetzt fliegen wollen. Die habe ich vorher als Wegpunktmatrix eingespeichert. Die rufe ich jetzt auf. So, wenn ich die jetzt aufgerufen habe, können wir die auch schon fliegen. Drohne ist an. Die Mission wird zur Drohne geladen. Und jetzt startet die Drohne. Und ab geht's. Alles klar, dann gehe ich jetzt mit als Buschmann ins Feld. Da gehen immer. Er fliegt jetzt durch die ganze Zeit so, dann müssen wir nach da gehen. Ja, da war ich ja richtig. Alle drei ganz zusammen. Ich gehe nicht. Ich bin durch ein, weil hier mit der Kamera geht es mal 2:05. Maulwurfshaufen! Ist ein Maulwurfshaufen. Hier ist aber eine Liegestelle. Sag mal, Ulrike, ja? Warum machst du das eigentlich? Morgens so früh aufstehen, bei so einem kühlen, klammen Wetter hier durch die Wiesen rennen? Oh, das mache ich sehr gerne, weil dann die Natur so gerade aufwacht und man hat tolle Sonnenaufgänge und es ist einfach schön. Und man kann dabei noch ein paar Kitze retten, also das macht richtig Spaß und es ist auch zum Teil richtig schön ruhig und man hört die Vögel zwitschern. Also es ist eine richtig schöne Atmosphäre. Okay, morgens. Warum findest du das Kitze retten wichtig? Ich finde es wichtig, weil wir gerne die Tiere vor dem Mähtod retten möchten. Ne? Und das ist eigentlich, wenn man überlegt, wenn da welche angefahren werden und so oder kurz ins Schneidewerk kommen und so etwas, das finde ich schon ein bisschen schrecklich. Ne? Leonard, gehst du bitte einmal zur Drohne? Da ist ziemlich deutliche Wärmesignatur. Ja, 20 Meter noch. Bisschen nach links, klein wenig links. 5 Meter, ein bisschen links. 3 Meter, Stopp, Kontakt vor dir. Rechts vor dir. An dieser Stelle sind wir schon am Ende des zweiten Teils angekommen und ich hoffe, wir konnten euch zeigen, wie einfach und effektiv es ist, mit diesem neuen Drohnensystem Rehkitze vor dem Mähtod zu bewahren. Das System ist wirklich super anwenderfreundlich, es ist klein im Packmaß, ja, und mit den Akkus, die dabei sind,
ist man auch unglaublich lange in der Luft. Und es ist wirklich ein Top-System aus meiner Sicht und meiner Meinung nach das beste System, was ihr momentan auf dem Markt bekommen könnt. Es wird noch einen dritten Teil geben. In diesem dritten Teil werden Fritz und ich euch erklären, wie ihr Einstellungen bei der Drohne vornehmt, wie ihr eine Wegpunktstrecke programmiert und wie ihr die Drohne im Feld einsetzt. Und wir werden euch erklären, wie wir Rehkitze retten und wie wir die Buschleute koordinieren und wie so ein Einsatz abläuft. Ich hoffe, dass wir uns dann demnächst wiedersehen hier auf diesem Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, einen freundlichen Kommentar, vielleicht sogar ein Abo. Und in den letzten Minuten dieses Videos wollen wir euch einfach zeigen, wie wir in den letzten Wochen bei Einsätzen gearbeitet haben. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesen letzten Bildern. Macht's gut und Weidmanns Heil! So jetzt. So, das ist Einsatz. Vorsichtig, noch einen Meter vor dir. Dort ist schon drüber weg. Ja, war eine Lagerstelle, hat heute Nacht gelegen. Ja, okay, dann können wir zurückkommen. Ja, aber wieder einmal. Konnte wieder die Finger am. Schaut mal auf, hier, die Brücke. Die Brücke ist da oberhalb, aber egal. Ja, da ist schon einer reingefahren.